Hi, ich bin Uta Ruhkamp. Ich habe 2017 hier im Haus eine Peter-Hugo-Ausstellung kuratiert, was eine wirklich schöne und persönliche Zusammenarbeit mit Peter Hugo war. Und einige der Werke sind hier bei uns in der Sammlung geblieben. Ich möchte gerne zwei Werke aus der Serie Kind vorstellen, was so viel wie Sippe oder Familie bedeutet. Peter Hugo überträgt diesen Begriff in seiner wichtigsten Serie auf die gesamte südafrikanische Gesellschaft und schließt sowohl die Kolonialisatoren als auch die Kolonialisierten ein. Als Ausgangspunkt wählt er sein persönliches Umfeld, Porträts seiner Familie sowie Selbstporträts, um dann den Radius kontinuierlich zu erweitern. Sein besonderes Interesse gilt dabei Randfiguren der Gesellschaft. Ein treffendes Beispiel ist hierfür ein homosexuelles Paar, das sich nicht nur zu seiner gleichgeschlechtlichen Beziehung bekennt, was in Südafrika an sich schon ein großes Risiko ist, sondern auch noch in traditionellem Gewand geheiratet hat. Mein persönliches Lieblingswerk ist das imposante Porträt von Miriam Meritali, die ihr Leben lang als Dienstmädchen für Peter Hugos Großmutter gearbeitet hat. Peter Hugo inszeniert sie nahezu madonnenhaft auf ihrem roten Stuhl vor einer blätternden Wand. Diese spielt auf das Durchgangsstadium der südafrikanischen Gesellschaft an, auch 26 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Mit seiner direkten, aber stets respektvollen Bildsprache dringt Peter Hugo tief in gesellschaftliche Wunden vor und macht sie greifbar. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann gerne in unserem Ausstellungskatalog stöbern. Zeit dafür gibt es ja gerade reichlich. Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute aus dem Kunstmuseum.